Forschung der vergleichenden Sozial- und Kulturwissenschaft konzentrierte sich lange Zeit darauf, Dinge zu ermitteln, die für westliche Gesellschaften selbstverständlich sind, für das Volk der Bongo-Bongo jedoch nicht. Dieser Forschungsschwerpunkt wird Bongo-Bongoismus genannt. Bongo-Bongoismus ist problematisch, weil er dazu verleitet, die verschiedenen Kulturen nicht als gleichwertig zu betrachten und zu behaupten, dass bestimmte Kulturen untereinander inkompatibel seien und sich nicht verständigen könnten. Solche Aussagen sind wissenschaftlich nicht haltbar und rassistisch.